Der beste Weg, um im Internet Geld zu machen. Was das ist, das zeige ich dir jetzt. Die meisten Leute glauben, dass man, wenn man im Internet Geld machen will, irgendwelche Produkte verkaufen muss oder Dienstleistungen oder Nischenseiten aufbauen oder Online-Marketing dies, Online-Marketing das. Und am Ende ist das eine Sache, die meisten Leute einfach wirklich immer wieder vergessen. Nämlich sich zu überlegen, wie kann ich wirklich helfen? Du wirst, wenn du etwas kaufen willst, ja, immer überlegen, hilft mir das? Und wenn du etwas verkaufst, dann solltest du die entsprechende Frage auch einfach sein, hilft das jemandem wirklich? Und wenn du versuchst, Geld zu machen, wenn du versuchst, Nischenseiten aufzubauen, SEO zu machen, Online-Marketing, dies, das, dann wirst du viele Probleme haben und du wirst jedes Mal, wenn du ein Problem hast, das Gefühl bekommen, na, das ist es alles nicht wert und vielleicht früher oder später aufhören. Ehrlicherweise, die Leute, die es wirklich schaffen, ja, die es wirklich vielleicht noch 100 Level weiter schaffen, ob das jetzt ein Elon Musk ist, ja, oder ob das im deutschsprachigen Raum andere Leute sind, die du auch kennst selbst, das sind Leute, die haben ein Problem gelöst. Und die haben nicht nur einfach irgendein Problem gelöst, sondern die sind versessen gewesen, dieses Problem zu lösen. Natürlich gibt es Online-Marketer, die viel Geld damit verdienen, dass sie am Ende einfach irgendwas verkaufen. Wir haben auch schon einfach irgendwas verkauft und wir haben damit auch Geld gemacht. Aber was wir zurzeit anbieten, sind immer Dinge, die kleine oder große Probleme lösen, aber die wirklich Probleme lösen. Und diese Probleme, das kann sein, wenn du etwas Kleines verkaufst, vielleicht eine Handyhülle über das Internet, dann ist das nur ein ganz kleines Problem. Ja, jemand hat ein Handy, das wird verkratzt und die Hülle, die verhindert das. Oder vielleicht ist es etwas anderes, was ganz, ganz Großes. Ja, du verkaufst vielleicht das Wissen darüber, wie man glücklich wird im Leben. Dann ist das ein riesiges Ding. Und wenn du einen Menschen triffst und wenn du diesem Menschen helfen kannst, dann veränderst du sein Leben ein für alle Mal ultimativ. Ganz egal, was das eine oder das andere. Die Frage, die Ausgangsfrage muss sein, hilft das wirklich? Die Ausgangsfrage darf nicht sein, wie kann ich am meisten Geld machen? Die Ausgangsfrage muss immer sein, wie kann ich am meisten Wert liefern? Denn Geld ist nichts anderes als ein fiktiver Wert, ja, ein ausgedachter Wert, den wir anhäufen wollen. Ja, also jemand hat 100 Euro, Yen, Dollar, egal was. Irgendwo gibt es jemanden, der definiert, 100 Dollar ist so viel wert. Und dieser Wert, der kommt ja daher, dass er für andere Leute Wert geschaffen hat und die haben ihm dann Wert zurückgegeben, aber eben in Form von Geld. Und dieses Geld, das hat er jetzt angehäuft auf seinem Konto. Deswegen für dich so vielleicht als Frage, als vielleicht auch sogar Inspiration, die du mitnehmen kannst für heute. Was glaubst du selbst, wo du vielleicht wirklichen Wert schaffen kannst? Vielleicht hast du selbst ein Problem, vielleicht hat dein Freund ein Problem, vielleicht hat deine Familie ein Problem. Vielleicht auch nichts davon. Vielleicht willst du einfach wirklich nur Geld machen. Und wenn du einfach wirklich nur Geld machen willst, dann ist mein Tipp an dich, dass du nicht versuchst, einfach wirklich nur Geld zu machen, sondern dass du dich mit jemandem zusammentust, der in der Lage ist und der das auch wirklich will, ein Problem für Menschen zu lösen. Ob das jetzt ein Fitnesstrainer ist, ob das jetzt jemand ist, der Handyhüllen herstellt, ob das jemand ist, der einen Menschen ein für alle Mal in irgendeiner Form verändern kann. Das spielt alles gar keine Rolle. Es muss einfach nur jemand sein, der dafür brennt, etwas Gutes zu tun, Mehrwert zu geben, ja, Mehrwert zu geben. Und wenn du das schaffst, dich mit jemandem zusammenzutun, der sich darauf konzentriert, Mehrwert zu geben, dann kannst du dich darauf konzentrieren, diesen Wert, den er schafft, zu verkaufen. Und dann seid ihr ein wahnsinnig gutes Duo. Dann habt ihr nämlich eine Person, die dafür sorgt, dass es wirklich Mehrwert gibt, und die andere Person, die sorgt dafür, dass dieser Mehrwert auch an die Personen da draußen, für die dieser Mehrwert entstehen kann, rankommt. Deswegen als Tipp für dich heute, wenn du keine Geschäftsidee hast, wenn du keine Idee hast, wie du Geld im Internet machen willst, sollst, kannst, dann scheiß auf alles, was du sonst gehört oder gelesen hast und beginn mit der Nummer 1 Frage. Wie kannst du Mehrwert schaffen oder dich mit jemandem zusammentun, der Mehrwert schafft? Und dann kannst du das auch guten Gewissens verkaufen, denn du weißt, jedes Mal, wenn du etwas verkaufst, hast du die Welt zu einem besseren Ort gemacht. Und ultimativ ist das unsere alle Nummer 1 Aufgabe. Wir haben die Aufgabe, mehr Wert zu schaffen. Und wenn wir mehr Wert schaffen, werden wir mehr Wert bekommen. Und der ist dann in Eurozeichen, Dollarzeichen oder was auch immer für Zeichen in der Regel betitelt. Cool, dass du dran geblieben bist. Und dieses Video ist offensichtlich für jeden, der meinen Kanal schon kennt, ein Experiment. Ich möchte nämlich wissen, was passiert, wenn ich solche Videos hochlade. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du davon hältst. Schreib mir gerne einfach mal deine Meinung dazu in die Kommentare und schreib mir auch mal ganz gern Vorschläge in die Kommentare, worüber ich vielleicht so ein Video wie das hier mal machen soll. Lass mir einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat, und abonniere den Kanal und teile ihn auch gerne mit Freunden und mit deiner Familie und mit jemandem, der vielleicht einfach versucht, Geld zu verdienen, aber es noch nicht schafft, mehr Wert zu schaffen. Und dann schaffen wir es vielleicht sogar gemeinsam, eines meiner größten Ziele zu realisieren, in dem ich dich gerne mitnehmen möchte, nämlich
100.000 Abonnenten zu schaffen. Danke, dass du dir das Video angeschaut hast. Schreib mir in die Kommentare, gib mir einen Daumen hoch und teile das Video mit jemandem, der mehr Wert schaffen kann oder soll oder es sogar schon tut. Und wir sehen uns dann einfach in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, alles Gute und wie immer,